Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Dieses Mal bin ich wieder auf meinen eigenen Realm und ich versuche jetzt endlich mal irgendwie hier ein kleines bisschen weiterzukommen. Ich muss mal kurz gucken, ist es wieder irgendwas verändert hat, dass mir irgendwie jemand was in die Bude reingepackt hat. Es ist jetzt gerade irgendwie spät abends und wir sind zu dritt drauf und ich wollte hier eigentlich an dem Turm weitermachen. Ich glaube, ja letztes Mal hatte ich, ja ich hatte hier oben weitergemacht, aber es fehlt hier langsam der Platz. Ich glaube, ich müsste bald... Bitte? Achso, die sind unter mir. Müsste auch bald mal die Burg einer Seite ein bisschen erweitern, sonst wird das hier alles ein bisschen eng. Aber ich will jetzt erstmal in die nächste Etage reingucken. Wir wollten nämlich eigentlich hier nochmal die Zwischendinger bauen bis oben hin. Und muss mal gucken, 1, 2, 3, bin ich 4? Ja, 4 mache ich oben zu, das Ding. So, gucken wir mal, zack, 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 zack. Ich gehe erstmal so eine kleine Runde hier und fall erstmal hier runter. Prima. So, klatschi, 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 klatschi. So wie ich im Kopf bin, mache ich die Dinger hier ran. Nämlich klatschi, klatschi. Oh nein! Warte mal. Habe ich das Ding da oben reingekracht? Mach da mal zu hier. So, da geht mir auch glatt weg mal das Holz alle. Aber ich habe ja, glaube ich, noch irgendwo... Okay. Der Konsti hat mir Slime gebracht. Übrigens, Konsti, ne, in den Kommentaren ein bisschen zusammenreißen. Nicht immer die anderen voll meckern, das mache ich dann schon. Ja, Holz. Ich glaube, es reicht nicht, ne? Wir brauchen mehr. Viel mehr. Ich mache mal den Stein hier weg, den brauche ich jetzt gerade nicht. Klatsche ich mal hier so. So. Gucken wir mal, wie wir das Ding jetzt weitermachen. So, da bin ich auch schön da oben. Mache den Rest mal zu. So, jetzt haben wir es ein bisschen dunkel. Übrigens nicht wundern, warum hier so viele Schnitte sind. Ich habe ja, die meisten wissen es ja, ich habe mein MacBook bekommen und ich muss mit Final Cut ein bisschen rumspielen. Deswegen wird das eine große Schnittorgie in diesem Video. Ich will das mal testen, dass ich irgendwie die wichtigsten Dinge so zusammenreihen kann. Nicht, dass hier immer total Langeweile aufkommt. Ich will hier mal ein kleines bisschen Action reinpulvern. Jetzt gucken wir mal. Ach stimmt, da haben wir das oben das Ding geklatscht. Warte mal, ich muss ja theoretischerweise, ich muss hier noch einen länger machen. Ich muss ihn länger machen. So, ich hatte hier eine Werkbank. Ja, hatte ich. Ich brauche nämlich nur noch ein paar Treppen. Dann machen wir mal ein so ein 64, na gut, 63er machen wir mal. Dann schmeißen wir mal Müll. So, jetzt gucken wir mal. Hier soll die letzte Treppe sein. Ich habe die jetzt mal drauf angeschlossen. Mach das hier oben weg. Komm. Muss ich noch ein kleines bisschen Holz hinten daran klatschen? So. Klatschi, klatschi. Und hier müssen wir die Treppen hochmachen. 1, 2, 3. Guck mal das hier oben mal weg. Damit das hübsch wird. Muss aber auch irgendwie durchkommen. So, jetzt haben wir hier Treppe an Treppe verballt. Mach ich auch nochmal weg. Und jetzt mache ich noch die obere Etage fertig. Ich leuchte mal ein bisschen aus, nicht, dass hier irgendwas irgendwann mal kommt. Ich mache hier später noch Fenster rein. Ich will ja bloß mal den kompletten Grundriss einmal fertig haben. Wir wissen, so wird es nachher aussehen. Und so sollte es dann sein. So, ich mache das hier oben mal zu. Da hebt mir auf dem letzten Meter doch wirklich wieder komplett das Holz alle. Ich hätte nicht so viele Treppen machen sollen. Aber ich denke mal, wir haben noch einen kleinen Vorrat. Ich guck mal ganz kurz hinter. Ah, stimmt ja, wir hatten ja... wir hatten ja ganz viel davon von dem Schnodder gesammelt worden. Das kann ich eigentlich gleich mal hier reindreschen. So, jetzt müsste es aber reichen. Jetzt können wir das da oben zumachen. Ich düse mal hoch. Genau, so, jetzt haben wir das hier oben dicht gemacht. Ich guck mal ganz kurz. Werden wir jetzt den nächsten Treppenansatz machen? Ich mach mal 2 Abstand. So. Wie viel haben wir jetzt da? Warte mal, 3 waren es, ne? 3 habe ich rausgeholt, oder? Mit der Treppe 1, 2, 3, 4. Ne, 4 sind es. So, hole ich mal schnell raus. So, wunderbar. Klatschi. Treppe muss fertig werden. Treppe muss ran. Treppe. Roboter, kein Bock mehr. So. Nein! Was bist denn du hier? Ich sollte mir vielleicht irgendwann doch mal wirklich eine kleine Axt besorgen. So.
So, jetzt gucken wir mal. Ich will erstmal die Fenster reinmachen, damit wir ungefähr. Ich will den Umriss erstmal raus haben. Ich will sehen, wie es im Endeffekt aussehen kann. Das heißt, ich jetzt hier Fenster reinbrettere. Genau. So machen wir das. Das machen wir jetzt in jeder Etage. Ganz stumpf und simpel machen wir das. Hier geht das nicht. Warum? Habe ich hier einen Stein? Habe ich noch? Mach das mal hier wieder zu. Dann machen wir hier in der Mitte halt einfach so ein Doppelfenster. Oder? Doppelfenster? Wie haben wir das denn da unten gelöst? Gar nicht. Warte, dann machen wir das hier auch noch. So. Hier Doppelfenster, da oben Doppelfenster. Können wir denn in jeder Etage durchziehen? Zack, zack. Ja, nochmal. Lalala. Ich weiß noch nicht, wie ich das später mit den Verbindungen machen will. Da muss ich mir dann noch irgendwas einfallen lassen, weil die, das habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen versaut. Weil ich ja diesen, den Außenbogen jetzt reingemacht habe. Da wird das ein bisschen schwer, Freunde. Aber es nimmt ein kleines bisschen Form an. Zumindest der Mittelturm, der könnte was werden. Die Burg ist ja noch weitaus lang nicht fertig. Das wird erst die Innenburg. Es kommt ja nicht Hindenburg, so was ihr jetzt wieder denkt, sondern die Innenburg. Also, sozusagen das innere Reich und außenrum zieht noch eine ganz große Mauer. Da werden denn einzelne Häuser draußen gebaut. Muss ich aber mal gucken, wie das mit dem Terrain aussieht, weil es geht ja hier ein bisschen abschüssig. Und da muss ich mir irgendwie noch einen kleinen Kopf machen. Ich guck mal, will ich hier noch eine Etage oben drauf machen oder lasse ich das so? Hier könnte ich... Moment mal, Idee. Wenn ich jetzt den hier mache. Ich mache jetzt mal... Ich will mal was gucken. Wenn ich das jetzt hier so als... Ich brauche nur die Kuppeln hier auf die Dächer machen. Dann kann ich das hier als normale Burg lassen. Also wie mache ich das hier? Mach ich mal hier raus. Und hier raus. Sieht auch ein bisschen spuckig aus. Egal, komm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich mache das einfach mal anders. Ich mache das hier so. Ich muss die nochmal ganz kurz zumachen. Ich muss die anders anordnen. Ich brauche immer einen dazwischen frei. Sonst sieht das irgendwie ein bisschen behängert aus. So. Mal schön einsammeln. Kein Bock, den ganzen Mist wieder unten aufzusuchen. Ach komm, egal. Bitte werd gerade. Ja, passt genau. Passt genau. So, jetzt können wir hier oben runterglotzen. Ich muss mal ganz kurz unten gucken, wie das von Weitem aussieht. Von Jump Slime. Habe ich aber... Aua. Achso. Ich habe Hunger. Warte. Ich habe Hunger. Das Ding ist ja schon wieder an. Ich habe das doch ausgestellt, dass da keine Zombie-Pigmen durchkommen. Weil ich muss mal von der Entfernung gucken, wie das ausschaut. Ich weiß, außenrum die Leisten hier will ich auch noch machen. Ich will ein bisschen mal ganz kurz gucken, wie das von der Entfernung aussieht, wenn wir später. Wir hätten so ein... Wenn die Dachkuppeln jetzt kommen, könnten die mittleren Turm überragen. Wir bauen erstmal die Dachkuppeln und gucken mal, wie sich das hier anpasst. Damit wir wissen auch ungefähr die Höhe. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich da am besten anfangen soll. Jetzt steht die Kiste hier mitten im Weg. Ich komme doch hier nicht durch. Ich führe draußen wieder den Briefkasten ein. So. Dachkuppeln. Anfangen. Treppe. Hoch. Ich glaube aber mit den 28 Treppen hier komme ich nicht gerade weit. Habe ich noch normale Treppen in der Tasche? Nein, hat er nicht. Weil ich baue mich mal in der Mitte einfach mal hoch. Ich nehme jetzt mal ein paar Steinchen dafür. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ding am besten ansetzen. Ich würde ja sagen, dass wir runterfallen. Nein, das wollten wir nicht. Komm rüber da. So, zack. Ich muss mir hier ein bisschen was einfallen lassen, Freunde. Ah, den mache ich raus. So, machen wir. Der kommt weg. Dann machen wir das so. Zack. Der kommt jetzt auch seitwärts. Der kommt so. Klatschi, klatschi.
bitte jetzt nicht falsch ranbauen. Ich habe keinen Bock, jetzt darüber irgendwie zu greifen. Nein! Komm! Komm zu mir! Jetzt bitte nicht runterfallen. Ach komm, Mist, da komme ich nicht rüber. Aber ich muss hier... Ich muss mich mal ganz kurz hier hochbauen. Ich komme da nicht an. Wie mache ich das jetzt hier am feinsten? Ach, Gottes Willen. Wenn ich doch hier oben an die Ecke ranziehe, warum kannst du es denn nicht einfach gerade ranmachen? Was ist denn das? Auf PC funktioniert das auch. Also die PC-Version meine ich. Huch. Ist wieder Lebensgefahr hier. Ich mache meine ganze Spitzhacke nun kaputt mit dem Mist. Muss ich mich hier wieder hochwemsen. Was ist denn los, Pferd? Wir haben für das Vieh überhaupt noch keinen Namen. Könnt ihr mal wieder euch nicht Ferdinand, sondern versucht mal was anderes rauszufinden. Versucht mal ja, einfach irgendwas anderes. Mal gucken, was euch da so einfällt an Pferdenamen. Ich muss hier, glaube ich, einen reinsetzen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie das zum Schluss ausschaut. So. Ich setze hier überall... Ja, komm. Überall oben einen drauf. Jetzt gibt mir schon wieder das Holz alle. Dankeschön. Weil ich immer nicht vorbereitet bin, Freunde. Das ist eine sehr, sehr dumme Art von mir. Dass ich nie irgendwas richtig vorbereite. Mist. Nehmen wir mal den Aufzug. Blub, 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 blub. Der Aufzug, der meine Spitzhacke zerstört. So, wieder oben. Ich habe jetzt, hoffe ich mal genug eingepackt. Jetzt wollen wir mal die erste Kuppel, nicht die Kuppe, sondern die Kuppel wollen wir mal hier zusammenstellen. Zack. Zack. Und zack. Der war auch so, ne? Ja, war er. Gut, jetzt müssen wir das irgendwie kompensieren. Ich glaube, das funktioniert, oder? Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das ist super. Die kann ich aber nur hier einsetzen, in den bestimmten Bereichen. Alter Regen. Hör doch mal auf, jetzt hier so einen Krach zu machen. Mach ihn ran. So. Er wollte ihm nicht. Nicht so, wie ich das will. Ah, oh, da habe ich schon wieder vergessen. Kann ich aber innen drinne mit Steinen ein bisschen ausbauen. Können wir ja alles wieder wegruppen. Hier kann man... Nee, kann man nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Hier habe ich, glaube ich, einen... Konstruktionsfehler. Der ist mir aber eben gerade aufgefallen. Ha! Nee. Hä, warte mal. Ich saufe zu viel oder zu wenig? So. Hier nochmal die Verbindung mit rein. Wie mache ich das hier am besten? Oh, da falsch rum. Das ist immer noch so behindert, dass das nicht richtig funktioniert. Das gucken wir uns später an. Ich will jetzt erstmal... gucken, wie ich das jetzt hier kompensiere. Ich mach das jetzt einfach mal zu. Wenn ich jetzt hier mittig einsetze. Ich habe jetzt hier mal einen reingesetzt. Kriege ich das? Warte mal. Ich will mal was tasten. Ich bin da schon weit genug weg. Was ist dein blödes Problem? Jetzt geht's. Mal hier nochmal testen. Genau. Das ist ja nicht so einfach. Das ist ja ein Balanceakt. Jeder andere Arbeiter würde irgendwie versuchen, sich mit einem Seil oder so zu sichern. Aber wenn man ein bisschen bekloppt ist, dann macht man das auch so. So, haben fertig. Stein. Stein. Okay. Überlegen. Nicht meine Stärke, gebe ich offen zu. Wenn ich aber jetzt... das so mache. Genau, mach deine Verbindung rein. Das ist gut. Ja, ich mache das mal ganz kurz hier ein bisschen dicht alles. Das heißt,
hierhin, dahin, dazwischen und dazwischen. Gut. Ich muss nachher gucken, wie das von oben ausschaut. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwelchen Stuss mache. Und nachher fetzt das nicht. Es soll ja zumindest ein schönes Holzdach werden. Obwohl, wenn jemand mit brennenden Pfeilen schießt, ne? Jetzt hört der Regen auf. Der Regen hat aufgehört. Du. Herrgott, was ist da denn ein Problem? So, weiter geht's. Ach so, Stein. Ey, das ist so eine langwierige Arbeit. Ein Glück schneide ich euch das hier halbwegs zurecht. Ah, so, jetzt muss ich mal gucken, wie kompensiere ich das jetzt? Das wird jetzt interessant. Warte mal, ich mach das mal ganz kurz jetzt komplett alles zu. Und wir schauen mal, wenn ich jetzt einfach mal so mache. Und hier vor, warte mal, wir können ja mal, ich habe ja noch die hier bei. Da machen wir mal einen hier zwischen. Und jetzt brauche ich mal ganz kurz eine Werkbank. Ich habe ja meine wieder unten gelassen. Ich bin manchmal sehr intelligent und vergesse einfach alles unten. Jetzt mache ich mir, pass mal auf, die hier. Kloppe den hier wieder weg. Und setze die hier einfach drauf. Dann machen wir hier in der Mitte so eine kleine Anhöhung. Und jetzt will ich gucken, wie es vom Weiten ausschaut. Moment. Ah, Tor. Tor, öffne dich. Ich hoffe jetzt nicht, dass wieder irgendwelches Viehzeug kommt. La 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 la. Jump Maps. Ja, sieht merkwürdig aus. Ich wünschte, es wäre Tag. Ich sehe es einfach nicht, weil es einfach nur fucking dunkel ist. Da kommt er doch schon wieder angewatschelt. Ich habe ihn gesehen aus der Entfernung. Nein, Spinne, geh weg. Ich kann den Turm im Dunkeln hier nicht einsehen. Das ist doof. Ich kann es ja mal von hinten versuchen. Hahaha, Witzbold. So, ich gehe mal hier lang und da lang und da lang. Jetzt habe ich mir das hier schön zugetrichtert. Huch, falsch kaputt gemacht. Warte mal, ich mache mal hier einen drauf und gucke mal. Der ist hier ein bisschen zu flach, ne? Das sieht irgendwie aus, wenn da ein Scheißhaufen oben drauf ist. Nee. Ich werde heute Nacht nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde euch gegebenenfalls Bescheid sagen, wenn ich irgendwas rausbekomme. Oder schreibt mir mal am besten in die Kommentare. Am besten gebt mir mal einen Link bei Twitter. Macht mir mal ein Bild, wie ich so ein Türmchen machen könnte. Und ich gucke mir das dann an. Und werde euch gegebenenfalls damit rühmen, dass ich es nachbaue. So, Freunde, ich muss jetzt trotzdem hier ein Folgenpäuschen machen, weil eigentlich das Video, keine Ahnung, es wird vielleicht ständig 10, 15 Minuten lang werden, wenn nicht auch weniger. Ich teste diese Folge nur das Schnittprogramm ein bisschen, weil ich nämlich möchte ein bisschen warm werden damit, also seid ihr gerade meine Opfer. Und ja, die Folgen werden auch bald wieder länger. Ich will bloß mal ein Video machen, wo ein bisschen mal die Highlights drin waren und nicht nur stumpfes Reingequatsche. Verstehst du? Gut, Freunde. Ich danke euch vielmals fürs Reingucken und wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Video und gleich in den Kommentaren. Ciao, mach's gut. Bis dann. Tschüss.